Von Masken befreit sind Nasen und Münder. Ich sehe manch zufriedenen Blick. In Deutschland grünet Hoffnungsglück. Der Karl und seine Helfer aus den Ministerien zogen als Europas Letzte die sinnfreien Maßnahmen zurück. Von dort her sendet er, nicht aufgebend und stur, ohnmächtige Verlautbarung weiterhin über die grüne Flur. Aber die Menschen wollen nicht mehr. Überall regt sich Bildung und Streben. Wir wollen endlich den normalen Alltag wieder erleben. Schau doch, Karlchen, dreh dich um von deinen Höhen auf das Volk zurückzusehen. Aus den Gassen und Türen, wie auch zuvor, bringt ein buntes Gewimmel hervor. Wir spazieren auch heute, komm von nah und fern. Du und deine Spießgesellen, ihr könnt uns mal gern. Der Zug ist gut gelaunt, die Stimmung ist heiter. Rund 30 Bebos sind heute unsere Begleiter. Unser Spaziergang schlängelt sich durch Meinings Straßen und Gassen. Unsere Begleiter, das muss man ihnen lassen, gehen mit, sind voll Ausdauer. Und an manch Ecken steht auf Lauer ein blau-weiß Bussi, der Motor läuft. Wissen ihnen Sassende nicht, dass er dabei Diesel säuft? Diesel so teuer wie lange nicht mehr. Dazu die Abgase, die machen es im Klima echt schwer. Aus dem Fahrzeug dringen sprachliche Fetzen. Kaum zu verstehen, die Vögel zwitschern, dass wir Gesetze verletzen. Und immer mehr, es wird ganz heiter, die Kollegin ist auf der Suche nach einer Leiter. Ich weiß nicht, was sie meint, wir haben doch die Kollegin als Begleiter. Reicht das denn nicht? Das muss ich wissen. Ich will helfen, ganz dienstbeflissen. Und so machte ich mir einige Gedanken. Ich hoffe, man wird es mir danken. Noch abends ging ich ans Werk mit all meinen Wichtelzwergen und schuf die gewünschte Versammlungsleiter. Doch es ging noch viel weiter. Ich bin so froh, für die Spaziergänge eine V-Leiter to go. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich's noch sein.